Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es dann auch schon weiter mit der Illich Major Boston 2018. Die Vorrunde ist jetzt vorbei und jetzt gucken wir sich mal die Predicts an, die ich hatte. Ich habe 6 richtig, beziehungsweise also 3 sind falsch von den 9, was eigentlich relativ gut ist. Ich bin unter den besten 6% vom Global Ranking, ist jetzt ja aber auch nicht so schwer, weil für jeden Tipp gibt es jetzt einen richtigen Punkt. Beim nächsten wird es dann interessanter, weil dann gibt es pro richtigen Tipp dann schon 3 Punkte. Und da kann man sich dann schon recht gut nach oben bringen mit denen. Also nach oben scoren, sage ich mal. Also, FaZe hat leider nicht alles gewonnen, sondern es war G2 und Cloud9. Was ich nicht gedacht hätte. Wobei, wenn man sich anschaut, wer gegen wen gespielt hat, merkt man, dass Cloud9 und G2 gegen die, sage ich mal, schlechteren. Also die hatten das Glück, dass sie da gegen die schlechteren spielen und somit konnten sie da mehr oder weniger easy die 3 Wins holen. Dann hier hätte ich gedacht, dass die mit 3 Loses ausscheiden, haben sie aber dann nicht gemacht, weil die dann glaube ich doch 2 Wins hatten. Und sind auch sogar weitergekommen. Hätte ich echt nicht gedacht. Und Enverse hat es leider nicht geschafft, das war mir fast klar, aber ich wollte unbedingt, dass die weiterkommen. Das ist einer meiner Lieblingsteams und auch wenn die es nicht so krass drücken, Enverse ist einfach nice und ja, schade. Wobei ich hätte sowieso dann irgendein anderes Team gewettet, also getippt. Auf jeden Fall nicht das. Da hätte ich wahrscheinlich Renegades noch davor genommen. Oder weiß nicht. Und ja, also 3 Tipps sind falsch. So, bei der Gruppenphase. Das ist dann eigentlich richtig schwer zum Tippen. Ich habe da glaube ich jetzt eine Stunde überlegt, wie welches Team weiterkommt. Also ich bin noch immer dafür, dass die rausfliegen. Jetzt dann mit 3 Wins, also jetzt nicht mit 3 Wins, mit 3 Loses. Weil das ist, sage ich mal, meiner Meinung nach, das schlechteste Team jetzt ist, was da in der Gruppenphase jetzt mitwirkt. So. SK wäre bei mir das Team mit den 3 Wins. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, weil wie gesagt, Cloud9 und G2, die haben ja schon die 3 Wins. Aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt nochmal schaffen werden, weil wie gesagt, die haben halt gegen die schlechteren Teams gespielt. Und konnten sich so halt mehr oder weniger easy die 3 Wins holen, aber dass sie das jetzt doch mal schaffen, glaube ich nicht. Und dadurch, dass SK, wie gesagt, also SK ist auch ein Team, das was ich ziemlich feiere. Und ich glaube auch an die, also die können das schaffen. Navi hätte ich, war ich auch am überlegen, beziehungsweise weiß ich jetzt nicht. Es ist, da bin ich mir nicht sicher mit SK, aber SK ist einfach das Team, was mir so am meisten gefällt. Deswegen tippe ich einfach mal SK weiter. So, Cloud9 und G2 haben mich jetzt, also die sage ich mal, dass die weiterkommen, weil die haben ja, auch wenn sie jetzt gegen die schlechteren Teams gespielt haben, haben sie halt trotzdem 3 Wins in Folge. Ohne Niederlage und somit sehe ich die halt auch weiter. Navi brauche ich eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Gutes Team, die haben glaube ich letztes Jahr alles gewonnen. Kann ich nochmal nachschauen, ob das das letztes Jahr war. Ne, das wollte ich nicht sehen. Playoffs hier. Ja. Ne. Astralis hat er letztes Jahr gewonnen. Irgendwas. Ja, egal. Weiß ich jetzt nicht, bei welchem Tournament die da so rasiert haben. Auf jeden Fall Navi. Ja, sind gut am Drücken. Fnatic war ich jetzt am Überlegen, ob die jetzt weiterkommen oder nicht. Weil ja da manche Spieler jetzt bei FaZe Clan sind. Kann man sich dann auch nochmal kurz angucken. Aber ich habe sie da jetzt letztens einmal Spiel gesehen, das war bevor die Illich begonnen hat. Habe ich mir irgendein Game da angeguckt von denen. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Aber die waren nicht schlecht, haben gut gedrückt. Und somit sage ich, dass die, also hoffe ich mal, dass die weiterkommen. Astralis ist, ja, brauche ich eigentlich auch nicht viel dazu sagen, drücken. Genauso wie Gambit. Und bei FaZe Clan, die Teams sind mehr oder weniger, da braucht man nicht viel dazu sagen, die kommen einfach weiter. Das einzige Problem, was ich halt hatte, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Fnatic entferne. Es gibt ja dann noch andere super Teams, zum Beispiel Virtus Pro, war ich am überlegen, ob die eine Chance haben oder nicht.
North vielleicht, aber da glaube ich doch, dass dann VP oder Fnatic mehr Chancen haben, beziehungsweise von den Teams, was jetzt dann halt noch übergeblieben sind, gehe ich halt davon aus, dass VP und Fnatic da die besten Chancen haben zum Weiterkommen. Und ich glaube aber, dass VP da doch den kürzeren ziehen wird. Obwohl mir eigentlich fast lieber wäre, dass VP weiterkommen würde, aber ich glaube da dann doch eher dran, dass Fnatic das machen wird. Und ja, warte mal. So. Kann ich da hier mal noch kurz gucken bei den Vorrundenspielen? Zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt habe, dass G2 und Cloud9 eher die schlechteren Gegner erwischt haben. Wo sind sie denn? Hier sieht man zum Beispiel mal das Lineup von FaZe. Also jetzt mit Ryan, Olafmeister, Nico, Kerrigan und Guardian. Ist das schon ziemlich krass. Ziemlich krasses Lineup. Und somit kommt, sag ich mal, dass FaZe auf jeden Fall weiterkommt. Und wegen die Cloud9 hat zum Beispiel gegen Mousebot gespielt. Ist zwar ist auch nicht so ein schlechtes Team, aber jetzt nicht unter dem Spitzenteams dabei. Haben 16-5 gewonnen. Was war noch? G2 hat hier halt dann war close in der Overtime, haben sie noch gewonnen, darum sage ich, dass die halt gerade noch so durchgekommen sind mit 3 Wins, aber dennoch. Das war noch ein interessantes Spiel. Hier ebenfalls G2 gegen Misfits 16-5, klares Ding. Cloud9 ebenfalls 16-5, auch ein klares Ding. Und ja, das einzige hier, das habe ich ein bisschen verwundert, 16-2 für Mousebot. Da krass umdrücken. Das ist okay, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das Game so ausgehen wird. Sonst. Ja, sonst ist ja eigentlich hier alles klar gewesen. Also, wie gesagt, das sind meine Predicts. Das sind die Teams, was ich jetzt mal sage, dass die weiterkommen. Wie immer, ich gebe keine Garantie drauf. Also, wenn ihr das jetzt 1-1 abtippt wie ich, und dann gehe ich da Vollbruch und ihr dann auch wegen mir dann. Sorry, aber ich glaube, dass die, beziehungsweise der Großteil wird schon aufgehen. Ob jetzt alles aufgeht, wird schwer. Aber ist auch schwer zum Tippen bei, so bei diesen Teams, was da jetzt diesmal dabei sind. Das sind doch Top-Teams, also da ist nicht viel Unterschied zwischen einem Team und dem anderen, sage ich mal, skilltechnisch. Gut, dann war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich wollte es eigentlich so kurz wie möglich halten. Deswegen beende ich das jetzt einfach gleich mal hier. Über einen Daumen nach oben würde mich freuen. Würde mir auch helfen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt anders tippen würdet, beziehungsweise was ihr glaubt, welche Teams weiterkommen. Würde mich nämlich interessieren. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video uploade. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.